Biofilm kann als Gemeinschaft von Mikroorganismen definiert werden. Eingebettet in eine durch sie selbst gebildete Matrix können sich diese Gemeinschaften an lebende oder nicht lebende Oberflächen anhaften. Biofilm ist überall. Charakteristisch dabei ist die Art und Weise, wie Mikroorganismen sich organisieren und vermehren. Nachweislich weisen mindestens 78% aller chronischen Wunden Biofilm auf. Biofilm gilt mittlerweile allgemein als Hauptursache für eine verzögerte Wundheilung. Während der Kolonisierung heften sich frei schwebende Bakterien an eine Oberfläche und beginnen sich zu vermehren. Während sie sich vermehren, bilden sie eine Schutzmatrix, bestehend aus in Hydrate umgewandelten Zuckerarten, Proteinen und bakterieller DNA. Diese schützende Matrix wird extrazelluläre polymere Substanz oder EPS genannt. Biofilm entwickelt sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Biofilm entsteht sehr schnell, passt sich dabei den Bedingungen an und wird mit der Zeit zunehmend widerstandsfähiger. Reifer Biofilm weist Eigenschaften auf, die zu einer verzögerten Wundheilung führen können. Mikroorganismen können Veränderungen in ihrer Umgebung erkennen und darauf reagieren, indem sie miteinander kommunizieren. Bestimmte Signale können spezielle Bakterien so triggern, dass diese untätig und resistent gegen antimikrobielle Wirkstoffe werden. EPS dient als Schutzbarriere und schützt Mikroorganismen physikalisch vor der Wirkung von Antiseptika, Antibiotika und dem Immunsystem des Wirts. Doch obwohl die körpereigenen Abwehrmaßnahmen nicht in der Lage sind, die EPS zu durchbrechen, bleibt die Wirksamkeit gegenüber freischwebenden Bakterien, die zu einer chronischen Entzündung in der Wundumgebung beitragen würden, bestehen. Biofilm kann sich über eine Oberfläche ausbreiten, indem einzelne Biofilmzellen oder neue EPS-geschützte Kolonien freigesetzt werden. Es ist schwierig, Biofilm vollständig zu entfernen, selbst durch ein chirurgisches Debridement. Zudem kann Biofilm sich innerhalb von wenigen Stunden wieder neu bilden. Biofilm ist häufig mit bloßem Auge nicht sichtbar. Dennoch gibt es klinische Anzeichen, die man beachten sollte. Erste Anzeichen für Entzündung, Belagbildung, erhöhte Exudatmenge und ein Übermaß an Matrix-Metalloproteinasen, kurz MMPs. Um die Neubildung von Biofilm zu verhindern, ist eine wirksame und systematische Wundversorgung unter Berücksichtigung von Antibiofilmmaßnahmen unerlässlich.